96er, wie gesagt, nur ganz sporadisch, nur ganz selten mit Konterangriffen. Hier die größte Möglichkeit für Schaub. Aber ja, wenn nichts läuft, dann laufen natürlich auch in solchen Szenen nichts. Und dann bekommt man den Ball aus so aussichtsreichen Positionen auch nicht ins Tor. Es bleibt also 3:0 für den FC Bayern. Und zu spielen im Niedersachsenstadion noch 17 Minuten. Am Spielverlauf, wie gesagt, hat sich nichts geändert. Die Hannoveraner finden einfach keine Mittel und keine Einstellung, um die Bayern in Verlegenheit zu bringen. Wohlfahrt, er spaziert förmlich durch die Abwehr. Keiner fühlt sich für ihn verantwortlich. 4:0 für die Bayern, gespielt 73 Minuten. Vier Gegentore, wie in allen bisherigen Rückrundenspielen gegen Leverkusen, Bremen, Gladbach und jetzt auch, wie gesagt, vier vom FC Bayern München. Deutlicher kann man die Abwehrprobleme der Hannoveraner nicht belegen. Dann Hans Plügler. Hoeneß. Es gab in der Tat kaum eine gute Angriffsszene, auch in der zweiten Halbzeit, die wir Ihnen hier vorenthalten würden, meine Damen und Herren. So deutlich, so krass war der Leistungsunterschied an diesem Tag zwischen dem FC Bayern und Hannover 96. Über viele, viele Stationen läuft der Ball bei den Münchnern, ohne dass ein Hannoveraner an den Ball kommt. Und dann wieder Dieter Hoeneß, springt am höchsten. Ja, was soll ein Torwart da machen? Keine Chance für Jürgen Rönio. 5:0, wer so frei zum Kopfball kommt oder ein Mann wie Dieter Hoeneß so frei zum Kopfball kommen lässt, dann darf man sich natürlich nicht wundern. 5:0 für den FC Bayern München und gespielt waren in Hannover 84 Minuten. Jetzt laufen bereits die letzten 60 Sekunden. Das Spiel ist natürlich lange entschieden. Viele Zuschauer haben bereits ihre Plätze verlassen und mit dem Abpfiff dann fast noch das halbe Dutzend. Und wieder, wer kann es anders gewesen sein? Dieter Hoeneß, aber er trifft nur mit diesem herrlichen Kopfball das Lattenkreuz. Es bleibt 5:0 für den FC Bayern München, die 90 Minuten lang kaum gefordert wurden und die Hannoveranern eine Lektion erteilten, an die sie ganz gewiss noch lange denken werden. Es war heute der Tag der Bayern, sagte Udo Lattek anschließend auf der Pressekonferenz. Nur der Sieg der Bremer, der hat mich ein wenig irritiert. Zurück nach Köln. Aber ein Trost mag sein, dass